Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8 Online und zwar mit dem neuen Mikrofon. Ja, ich habe es ja schon öfters mal angesprochen, ich werde mir ein neues Mikrofon zulegen, weil mein altes ist wirklich am Arsch gewesen. Und ich hoffe, ihr seid mit der Qualität des Mikrofons jetzt zufrieden. Ich bin es auf jeden Fall allemals. Es ist das Rode NT1, habe ich ja glaube ich auch schon mal in irgendeinem MK8-Part mal angesprochen, dass ich mir, wenn ich ein neues Mikrofon mir zulegen möchte, dass das Rode NT1 wird. Und ich bin wirklich mehr als zufrieden, ohne Scheiß. Also ich finde dieses Mikrofon wirklich richtig nice. Es ist mir jetzt zwar ein bisschen im Weg, weil bei meinem vorherigen Mikrofon, das Shure SM58, da musste ich von oben rein sprechen und jetzt muss ich von vorne rein sprechen. Jetzt ist es halt doch schon ein bisschen im Weg. Mich stört es jetzt persönlich nicht so krass, wie jetzt manche vielleicht denken, weil ich das jetzt so blöd angesprochen habe, aber ja, ich finde es auf jeden Fall jetzt nice, bessere Qualität haben zu können. Es nimmt jetzt auf jeden Fall auch viel mehr Raum auf, das heißt, meine Controller und so werden jetzt viel lauter sein, aber das ist mir wert, weil es ist viel mehr Bass drin. Ich kann auch endlich Phantom Power nutzen, also 48 Volt, das Ganze wird dann durch Phantom Power nochmal besser und das ist halt einfach so ein Standard-YouTuber-Mikrofon. Ich wollte halt nicht so ein Mikrofon haben, was wirklich halt irgendwie kein Schwein benutzt und ja, ich wollte mal so ein Mikrofon haben, was auch wirklich ein Studio-Mikrofon ist und nicht so ein Mikrofon, was man eigentlich für Live-Aufnahmen benutzt. Das ist nämlich eigentlich kompletter Quatsch mit Soße, wenn man so ein Mikrofon benutzen sollte. Vor allem, weil es ja auch relativ teuer war, mein vorheriges Mikrofon. Aber war auf jeden Fall kein billiges Mikrofon. Also es war jetzt kein Schrottteil oder so. Aber es war auf jeden Fall... Ja, ich will jetzt nicht sagen schlechter, das ist auch gelogen. Aber es ist auf jeden Fall nicht geeignet für Videos. Auch wenn sich das vielleicht gut angeklungen hat, was das jetzt angeht hier mit soundtechnisch und so. Ich habe da wirklich viel nachjustieren müssen, was Mikrofon und so angeht. Also ich habe ein Mischpult, was sowas schon direkt macht, live, was wirklich echt praktisch ist. Also ein gutes Mischpult, das unterschätzen sehr, sehr viele. Ich finde auch Mischpulte ungefähr 1000-mal besser als so ein Audio-Interface direkt da. Also Audio-Interfaces sind wirklich nichts für mich. Also ich komme damit nicht zurecht. Ja, ich habe jetzt mal, also das Rode NT1... das Rode NT1 und sowohl das Rode NT1A kommen ja mit einem Popfilter, der auch ganz stylisch aussieht. Den habe ich jetzt allerdings mal abgemacht, weil mich die halt immer ziemlich nerven. Und habe da jetzt mal so ein Windschutz-Popfilter, beides in einem, so eine Win-Win-Situation quasi, habe ich jetzt mal da drauf gemacht. Ich kann euch davon auch gerne mal irgendwie, ich werde dazu auch nochmal ein extra Video machen, zu dem neuen Mikrofon, damit es auch wirklich alle mitbekommen und nicht nur die, das Projekt Mario Kart 8. Schauen, mitbekommen, aber ich weiß nicht, wann ich das mache, weil momentan habe ich andere Pläne noch. Ich habe auch jetzt heute nicht mehr die Zeit dazu, morgen wahrscheinlich auch nicht, weil ich noch relativ viel geile Scheiße heute machen will. Außerdem spiele ich gerade ein Spiel privat. Ich habe nämlich fest vorgenommen, dass ich in den Ferien nochmal was privat spielen will und das macht mir gerade ziemlich Bock. Ich weiß, es war ein Fehler, das nicht zu Let's Playen, aber ja, ich glaube, das hätte sowieso nicht in den Kram gepasst. Vor allem, weil es auch ein sehr großes Spiel ist. Ja. Was ich jetzt privat spiele, möchte ich allerdings nicht verraten, weil ich das ja vielleicht noch Let's Playe. Und dann, keine Ahnung, was will ich mich da vielleicht? Ach, kein Plan. Gut. Moment. Bin einer nachgejoint? Nee, doch nicht. Alles gut. Ich dachte mir, joint jetzt hier einer nach. Von meiner Freundesgruppe, aber nee. Alles gut. So. Ich bin auf jeden Fall jetzt mal sehr gespannt, was der Sound vom Mikrofon angeht. Ich habe das jetzt auf jeden Fall eingestellt und bin auf jeden Fall jetzt froh, dass ich das auch machen konnte. Das Einstellen noch heute. Weil ich hatte heute eigentlich viel vor und habe auch noch viel vor. Es ist glaube ich, jetzt schon nachmittags und ich will gleich noch
Eislaufen gehen. Ist ja auch mal recht nett und das sollte man auch über ausnutzen, wenn schon Winter ist. Dass man das auf jeden Fall mal macht. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich krieg hier echt keine Schnitte. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist auch noch so ein Blöder mit Grünen, der mich hier gerade fast abgesniped hätte. Das ist echt nicht nützt, nicht nötig, Mann, Mann, Mann. Auf jeden Fall habe ich schon ein bisschen Angst, was das Mikrofon angeht, weil ich auf jeden Fall auch so im Hinterkopf behalten muss, dass halt das... Nein! Ich hätte die Banane schmeißen müssen, dann hätte ich wenigstens ein Safe. Ach, egal. Ich habe ein bisschen Angst auch, weil das Mikrofon halt auch ziemlich viel Hintergrundgeräusche und so aufnimmt und die Controller-Buttons und so. Ich weiß nicht, ob mir das wirklich so hundertprozentig gefällt. Was mache ich denn hier schon wieder für einen Dreck, Mann? Kann doch wohl nicht bar sein. Alter, ey, das kann man doch nicht für bare Münze nehmen. So Dreck hier. Auf jeden Fall muss ich mir das auch immer noch mal gucken, angucken. Sonst kann ich ja immer noch mein altes Dingsbums Mikrofon nehmen für Let's Plays, wo man das ziemlich krass hört, so die Buttons, und was auch störend wäre. Zum Beispiel bei meinem neuen Projekt jetzt, Oblivion, was ich jetzt bald starten werde, das ja, wird wahrscheinlich ziemlich störend werden. Weil ich da halt auch immer mit meinen Kopfhörern und so Sound hören muss. Weil das ist der Sound ganz wichtig. Weil das ja auch Voice Acting hat, Oblivion. Und deswegen, keine Ahnung, ist das auf jeden Fall wichtiger, als jetzt bei Mario Kart Sound zu haben. Das mache ich dann halt immer mit meinen Kopfhörern. Und weil meine Kopfhörer, boah, Mann. Die sind halt, die haben halt keinen so, ich sag mal, Schutz. Nee, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall hört man es ziemlich gut. Also immer, wenn ich im Bus damit Musik höre, meinen Kopfhörern, dann hören das alle immer sehr laut, obwohl ich eigentlich immer ziemlich leise Musik höre im Vergleich. Also, so, das haben wir hoffentlich jetzt alle verstanden. Auf jeden Fall ist das auf jeden Fall nicht zu genießen, aber mein Mikrofon würde das halt dann aufnehmen. Und das fände ich nicht so geil, diesen Sound im Hintergrund. Ich weiß, dass ich das auch manchmal mit Boxen mache bei Oblivion, weil ich das eigentlich lieber mache. Mit meinem alten Mikrofon ging das noch. Ich habe schon mal so ein bisschen getestet mit meinem neuen Mikrofon Oblivion aufnehmen. Das geht gar nicht. Also das ist ja auch immer so ein bisschen asynchron, leider wegen scheiß Game Capture HD Software da. Aber naja, kann ich jetzt wirklich nichts ändern. Da müsste ich nämlich jeden Part nach- und synchronisieren. Das wird ein Spaß werden. Würde ein Spaß werden. Das mache ich ja nicht. Ich bin ja nicht komplett blöd. So, ich will ja hier schon auch Spaß haben und nicht irgendwie jeden einzelnen Part nachsynchronisieren von einem Spiel, was wahrscheinlich irgendwie 150 Parts lang geht. Von einem Spiel, sag ich schon, vom Let's Play. Und ich weiß nicht so genau. Ich muss mal gucken, wie ich das am besten mache. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, weil immer wenn ich ein neues Projekt starte, dann, naja, habe ich auch schon immer so ein bisschen Bedenken, was das angeht. Aha. Ich weiß halt immer nicht, ob ich dann irgendwann mitten des Let's Plays den Spaß verliere und so weiter und so fort. Passiert mir ja zum Glück nicht mehr so häufig wie jetzt vor ein paar Jahren, wo ich das tatsächlich noch relativ häufig hatte, dass mir ein Spiel schon nach ungefähr 2-3 Stunden Spielzeit keinen Spaß mehr gemacht hat. Aber irgendwie, keine Ahnung, seit ich jetzt irgendwie quasi so wieder Nintendo-Spiele spiele, ist das wie von Zauberhand weg. Also, keine Ahnung, wieso, aber ich habe halt vor 2-3 Jahren noch, als ich noch Let's Player war, der ja so Spiele gespielt hat wie Minecraft und bla 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 bla. Spiele, die mir überhaupt nicht gefallen haben, also eigentlich wirklich nicht gefallen haben. Also ich find's Minecraft immer noch ganz okay, aber ich will das jetzt nicht freiwillig nochmal irgendwie, weiß nicht, ausgiebig spielen. So privat für mich. Aber da habe ich echt Besseres zu tun. Also die Spiele, die ich auf jeden Fall liebe und auch lieben gelernt habe in dieser Zeit, sind halt diese Rollenspiele. Also die RPGs und JRPGs und die Plattformer. Die 3, die 2. Plattformer. Und Puzzle Games. Puzzle Games aber eher weniger. Also Zelda sind ja Puzzle Games und Zelda mag ich eigentlich, aber ich habe tatsächlich sehr wenig Zelda gespielt. Also Zelda tatsächlich nur ein paar Spiele. Gar nicht so viele Zeldas wie jetzt Marios oder so. Ich habe Marios auf jeden Fall schon deutlich mehr gespielt als Zeldas.
Zelda ist halt Breath of the Wild, da habe ich über 345 Stunden Spielzeit drauf. Und dann halt noch, oh nein, blauer. Nein, ich habe mich auch noch genau in die Mitte gestellt. Schlau. Also Breath of the Wild halt, Breath of the Wild und, ja, das war's auch, was das angeht. Oh Gott. Ja, ich glaube, das war erstmal das. Ich glaube, ich schweife jetzt nämlich ab, weil ich wollte heute eigentlich noch über was ganz anderes reden. Und zwar mal über so Lieblingsserien. Ich gucke nämlich in letzter Zeit echt fast nur noch Serien und nicht mehr so krass viele Filme. Also meistens auch Animes, aber auch schon relativ viele Serien. Also, ich gucke jetzt gerade im Moment nur zwei. Ein Anime und eine Serie halt. Einmal Naruto, und einmal Serie Fringe. Die wird das wahrscheinlich nichts sagen. Aber Leute, das ist eine erstklassige Serie. Also die kann ich wirklich jedem empfehlen. Der irgendwie auf so Science Fiction, auf Akte X auch steht, keine Ahnung. Ob ihr noch Akte X kennt. Wenn ihr schon älter seid. Ich kannte das vor einem Jahr auch noch nicht. Aber ich habe das auch letztens mal geguckt. Ich fand es aber eher so mittelmäßig Akte X, aber Fringe ist quasi. Ja, genauso nur noch viel besser gemacht. Und es wird dann noch vernünftig zu Ende geführt. Also das ist eigentlich die Hauptsache bei Fringe, warum ich mir das am meisten gefällt. Also ich habe die Serie tatsächlich noch nicht zu Ende geguckt, aber mir wurde das schon von vielen bestätigt, dass das auf jeden Fall ein viel besseres Ende hat als Akte X jetzt. Ja, die Serie ist auch nicht die neueste, also die ist von 2006 oder so, 2005 oder so ähnlich, also Naruto ja auch, aber ja, keine Ahnung. Fringe hat einfach sowas, ich weiß nicht. Es ist so ein Mix aus Psychothriller, posttraumatisch und ein bisschen Comedy. Also ich weiß nicht, wie die das hinbekommen haben, das alles zusammen zu mixen, aber Hut ab. Ich weiß jetzt gar nicht, wer der Regisseur von Fringe ist. Ach, verdammt, wie heißt der nochmal? Roberto Alberto Uzzi? Nee, keine Ahnung, wie der heißt. Keine Ahnung, Roberto Occhi? Nee. Verdammt, ich weiß es nicht. Tut mir leid, Leute. Dadurch hätte ich mich vielleicht auch informieren können, aber das habe ich jetzt irgendwie nicht gemacht. Das ist mir jetzt entgangen. Ansonsten kann ich auf jeden Fall sagen und auch mit Sicherheit jeden weiterempfehlen, dass diese Serie ein absoluter Höhepunkt ist, keine Ahnung, Filmerlebnisse bzw. Serieerlebnisse angeht. So, eine weitere Serie, die ich auch gerne geguckt habe, die ich jetzt schon durch habe, leider, ist der Prison Break. Die werden wahrscheinlich auch viele kennen, weil die ist sehr beliebt. Ich glaube, die war beliebt, jetzt ist sie, glaube ich, nicht mehr so beliebt wie früher. Das ist auch schon ein bisschen her. Die ist auf jeden Fall mit diesen mit diesen beiden Verbrecherbrüdern. Ich will jetzt auch eigentlich gar nicht so eine Zusammenfassung davon irgendwie sagen. Ich wollte einfach mal nur so sagen, welche Serien ich jetzt gerne gucke. Die ich so geguckt habe, weil Prison Break gucke ich ja nicht mehr. Ja, 4 Staffeln, pure Unterhaltung, beziehungsweise eigentlich sogar pure Spannung. Also wirklich Spannung pur, ohne Spaß. Das ist echt unfassbar, wie die das hinbekommen haben. Ich glaube, Paul Scheuring oder so ähnlich heißt der, oder Paul Scheuring wahrscheinlich. Ich weiß, ist ja ein Engländer. Ich glaube, der ist der Kopf dahinter. Ich glaube, das ist nicht der Regisseur, aber ich glaube, das ist der diese ganze Geschichte erfunden hat. Also quasi der, es ist ja dann der Regisseur, ne? Ja, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, Hut ab an die. Es ist auch eine wunderbare Serie. Also mit einem sehr hohen Spannungsfaktor, also für die Adrenalin-Junkies unter euch, das ist was für euch, das kann ich euch auf jeden Fall schon mal bestätigen. Ja, und natürlich gerne auch noch Naruto. Naruto habe ich schon als Kind gerne gesehen. Wobei ich das eigentlich selten geguckt habe. Ich habe ja auch, glaube ich, schon im letzten Part mal ein bisschen darüber geredet, was ich als Kind so alles gesehen habe. Wenn ich mich jetzt nicht
wenn ich mich recht entsinnen kann. Auf jeden Fall, genau. Naruto, super Serie. Aber allerdings habe ich die als Kind nie so wirklich abgefeiert. Jetzt feiere ich die auf jeden Fall mehr ab. Als jetzt als Kind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, aber Naruto hat irgendwie was. Also ich finde es jetzt auch ein bisschen, also es ist manchmal schon so ein bisschen fremdschämend. Also wenn man schon viele Animes geguckt hat, dann ist es auf jeden Fall was für euch. Wenn es jetzt euer erstes Anime ist oder euer zweiter, was weiß ich denn. Wenn ihr nicht so viel Erfahrung mit Animes habt, dann solltet ihr auf jeden Fall einen anderen gucken. Am besten einen Anime-Film oder so und nicht so eine Serie direkt. Weil, ja, ihr werdet die Hälfte wahrscheinlich sowieso nicht verstehen. Und warum die das so gemacht haben. Und ich glaube, ach so, ich dachte, es wurden jetzt hier 10-mal Big Blue, 12-mal Big Blue gewählt. Das wäre so geil. Aber alles ist blau einfach nur. Das war ein geiles Bild. Auf jeden Fall, ja, würde ich es auf jeden Fall so bestätigen, dass das nicht so Anime-Einsteiger-freundlich ist. Ja, ich habe auch letztens mal so ein Anime geguckt, der hat mir auch super gefallen. Das war allerdings ein Film. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie der hieß. Verdammt, wie hieß der denn nochmal? Irgendwas mit Akira, irgendwas. Ach, verdammt, es war irgendwie ein japanischer Name. Also sowas kann ich mir immer ganz schlecht merken. Auf jeden Fall auch ultra nice. Wenn ich dran denke, dann blende ich euch irgendwie hier noch den Titel davon ein, aber ich glaube, das werde ich nicht mehr schaffen. Aber es ist jetzt auch schon ein bisschen Zeit vergangen. Und ich muss gleich auch noch wohin. Also ich muss nicht gleich wohin, aber ich, ja, habe ich ja schon gesagt, dass ich gleich Eislaufen gehe. Ja, das dazu. Ansonsten The Flash. Weiß nicht, ob ihr die Serie kennt. Auch ultra nice. Ich habe mich richtig, also wirklich riesig gefreut, als ich diese Serie zum ersten Mal geguckt habe, weil ich habe mir schon länger überlegt, die mal zu gucken. Und dann habe ich irgendwann mal einen Amazon-Gutschein oder so bekommen von irgendwas und hatten wir noch kein Amazon Original, Amazon Prime Video da. Auf jeden Fall habe ich mir dann die Serie gekauft. Und die ist so geil gewesen. Staffel 4 ist ja jetzt gerade draußen. Die gucke ich auch, Staffel 4. Staffel 1, 2 und 3 habe ich auf Deutsch gesehen. Staffel 4 gucke ich jetzt allerdings auf Englisch. Die Staffel 3 habe ich auch auf Englisch gesehen. So. Staffel 1 und 2 waren nämlich da zu dem Zeitpunkt noch schon draußen. Ach, leck mich! Auf jeden Fall hatte ich da ziemlich viel Spaß dran. Nimm das, mein Freund. Du wirst untergehen. Oh, jetzt habe ich mir mal hier selbst ein bisschen verbaut. Nein, nein, jetzt werde ich echt noch. Ah, nee, ich werde. Nein, du Scheißer. Du kleiner Metal Mario Fuzzi, ey. Meine Fresse. Der heißt sogar. Der heißt Uli. Ach, nice. Und Pfaffa, die gute alte Pfaffa aus dem frankreichischen Reich da. Was? Alles klar, glaube ich. Alter, mein Gehirn meldet gerade. Das merke ich gerade. Ja, ich glaube, das war es jetzt auch schon wieder mit dem Part, weil ich habe jetzt kein weiteres Thema, worüber ich reden könnte. Eigentlich habe ich sogar noch ein Thema, worüber ich reden könnte, aber der Part würde sonst zu lang gehen, weil es ist ein sehr ausgiebiges Thema. Deswegen tut es mir leid, ich muss jetzt hier den Part an dieser Stelle beenden. Hat mir wieder Spaß gemacht, ein bisschen zu quatschen, über meine Bedenken und meine Reden zu halten hier. Wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder.